Beim Amtsgericht Zwickau hat heute der Prozess gegen drei mutmaßliche Nazischläger begonnen. Zwei der Angeklagten sind Frauen. Sie sollen mit weiteren Tätern im August 2012 im Tanzcafé Eden auf der Bosestraße eine Schlägerei angezettelt haben, bei der zwei Männer schwer verletzt wurden. So zurückhaltend wie hier im Gerichtssaal sollen die Angeklagten in der Tatnacht nicht vorgegangen sein. In der Anklageschrift geht es um mehrere äußerst brutale Übergriffe der damals 26- bis 32-Jährigen. Denen wird zur Last gelegt, dass sie aus rassistischen Motiven, aus Fremdenfeindlichkeit heraus, zusammen mit weiteren 7 Personen am 26. August 2012 hier ein Tanzcafé in der Innenstadt aufgesucht haben sollen, einzig und allein mit dem Ziel, Ausländer zu verprügeln. Es soll dann bereits ein Betreten des Lokales ohne Bezahlung des Eintrittes gegeben haben. Im Lokal soll es dann dazu gekommen sein, dass insbesondere eine der beiden Frauen die Männer aufgefordert haben soll, nun loszulegen, gegen die Kanaken vorzugehen. In der weiteren Folge sollen dann 2 Tatopfer, Herr G und Herr A, die Lokalität verlassen haben. Auf der Straße soll es dann dazu gekommen sein, dass Herr A von ungefähr 5 Tätern zusammengeschlagen worden sein soll. Unter anderem soll er dabei auch einen Bruch des Kieferhöhlenbodens erlitten haben. Herr A hat flüchten können, sagt die Staatsanwaltschaft, ist in Richtung Kino gerannt. Das andere Tatopfer hat diese Chance nicht mehr gehabt. Es wurde zusammengeschlagen, zusammengetreten und erlitt schwerste Verletzungen. Herr G hat unter anderem mehrfache Brüche des Kopfes, des Schädelknochens erlitten. Er wurde bewusstlos und auf dem Bewusstlosen soll, als er am Boden lag, noch eingetreten worden sein, insbesondere gegen den Kopf. Vor dem Richter stehen nun 3 der etwa 10 mutmaßlichen Schläger. Die anderen konnten unerkannt entkommen. Vor allem durch die Hilfe einer der angeklagten Frauen, die ihre Komplizen mit einem Fluchtfahrzeug wegbrachte, wie es in der Anklage heißt. Für den Fall, dass es im Prozess zu Störungen, insbesondere aus dem politisch rechten Spektrum kommen sollte, ist die Justiz vorbereitet. Wir haben hier die üblichen Sicherheitsvorkehrungen. Es ist auch so, dass jederzeit weitere Beamte des Justizvollzuges oder der Polizei gerufen werden können und, wenn es Schwierigkeiten geben sollte, eingreifen können. In diesem Prozess sind zunächst 4 Verhandlungstage angesetzt.